Heute baust du einen Schwan. Puste den Ballon bis auf 5 cm auf und knote ihn zu. Das Ende mit dem Knoten wird der Schwanz des Schwans. Drehe einen Teil, der in etwa so breit ist wie deine Handfläche. Forme eine Schlinge und verdrehe sie mit dem kleinen Ballonteil. Teile einen weiteren Teil ab, verdrehe ihn und stecke ihn durch die Schlaufe. Ziehe das leere Ende auf den Hals des Schwans und halte es in dieser Position. Presse die Luft nach oben. Der Hals erhält eine gebogene Form. Rücke die Bestandteile zurecht. Fertig ist der Schwan. Der Schwan. Er besteht aus einem Ballon, hat nur 3 Drehstellen und mag trockenes Weißbrot.